Hallo, Gruselfans, willkommen zurück bei Alan Wake 2. Was ein Pisswetter. Richtig geil. Ich liebe es. Ich bin nochmal unten im Keller gewesen, konnte aber leider nicht finden, wozu diese räudige Sicherung gehört, die ich dabei habe. Ne? Ich habe ja hier irgendwo Sicherung. Da. Keine Ahnung, vielleicht wird die auch drin benötigt. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Weil ich habe den Bolzenschneider immer noch nicht. I don't know where the fuck ist das Item. Aber mal sehen. Gut. Ah, hier ist noch was. Sehe ich gerade. Sekunde. Hier, Profiling. Bei Odin. Was gibt's da? Die Platte. Ah, die stimmt, die müssen wir finden, ne, um den Übergang zu schaffen. Die Seite erwähnt eine fehlende Platte. Weißt du, wo sie ist, Odin? Von Leidenschaft getrieben. Wütend wie ein Sturm. Dein Großvater wollte sich mit diesem Lied entschuldigen. Bei deiner Mutter, bei Freya und dir. Thor ist wie ein Sturm. Deine Mutter tat gut daran, mit dir zu verschwinden. Auch wenn es deinem Großvater das Herz brach. Und meines. Hör dir das Lied an, Saga. Thor ließ nur eine Platte herstellen. Er bewahrte sie im Museum auf. Odin kennt den Namen meiner Mutter. Er sagt, meine Mutter brachte mich weg, als ich noch ein Baby war. Plausibel. Konzentrier dich. Die Platte ist im Museum. Ja, da würde ich sagen, finden wir sie auch dort, ne? Schalltafel. Es gibt nur eine Kopie der Schallplatte. Thor hat sie im Museum des Pflegeheims aufbewahrt. Dann gucken wir mal da, ob wir sie finden. Im Museum. Hier ist Licht. Am Fernseher. Achso. Ein Safe Space. So, gucken wir mal auf die Karte. Gespräch. Außerhalb des Gebäudes oder hier in der Lounge? Weil das, dieser Bubble ist jetzt hier so ein bisschen außerhalb dieser Lounge. Baumarktkissen können wir noch mitnehmen. Relevanter Ort. Büro. Wellness Center, Keller, Esszimmer, Bühne. Guck mal, hier ist auch noch ein neues Gespräch. Arti. Dann ist er wahrscheinlich in seinem Zimmer oder so. Das Museum. Ah, hier. Da ist verschlossen. All Gods of Asgard Museum. Da müssen wir hin, in den zweiten Stock. Wir können aber auch nochmal in den dritten Stock. Wir können jetzt rein theoretisch mit dieser Keycard von Rose alle Türen öffnen. Gucken wir natürlich mal rein, was da so ist, ne? Aber das Traumakisten nehme ich noch mit gerne, wenn ich Platz habe. Sieht gut aus. Ja, ich denke, hier haben wir alles, ne? Das war ein Schatten, das sah aus wie ein Mensch. Sollte die nicht noch irgendwo eine Gesprächsoption sein? Oder ist es hier so außerhalb? Ah, hier. Willkommen beim Notfallsammelplatz. Alles klar, die sind im Licht. Keine Schatten können sie angreifen. Bleiben sie auf der Veranda. Werden andere Bewohner vermisst? Ihr solltet hier draußen bleiben. Bis es wieder sicher ist. Ich bin froh, hier rauszukommen. Ich lebe schon mein ganzes Leben in Bright Falls und kann mich nicht an dieses Gebäude erinnern. Komisch, oder? Das Haus war schon immer hier, Norman. Erinnerst du dich noch an die arme Nora, die im Bunker ertrunken ist? Die Andersons haben es so billig bekommen, weil es dort spukt. Aber Qualität hat ihren Preis. Oh ja. Yeah. Ist irgendjemand nicht aufgetaucht? Ein paar. Arti, Gail, Cynthia,
Wenn Sie bis jetzt nicht hier sind, wisch mal Ihre Hände an, die sind blutig. Nächtlichkeit ist sehr wichtig. Was zum Henker? Weil wir gerade davon sprechen, unser nächtlicher koffeinfreier Kaffeeservice verspätet sich wieder um eine halbe Stunde. Sie sind verletzt? Ja. Erzählen Sie mir von Cynthia Weaver. Ist Ihnen etwas Merkwürdiges an Miss Weaver aufgefallen? Nur, dass Thor die arme Frau nicht in Ruhe lässt. Dieser Rüpel denkt immer nur an das eine. Cynthia ist herrschsüchtig geworden. Schwimm eine Runde im Teich, Norman. Trink Wasser, Norman. Niemand sagt Norman MacDonald, was er zu tun hat. Mandy May, alles in Ordnung? Sie bluten ja. Oh, wie ist das passiert? Oh nein, Mandy May. Oh nein! Heul nicht so rum, Norman. Das ist doch nichts. Ich hab mich nur beim Stricken dieser Riesendecke gepiekst. Hey, wenn sie es sagt. Ich habe ihre Radiosendung gehört. Hallöchen. Sind Sie Pat Main aus dem Radio? Das bin ich. Und Sie sind die Bundesbeamte, von der alle sprechen? Haben Sie vielleicht irgendwann Zeit für ein Interview? Tut mir leid, ich habe es im Moment ziemlich eilig. Aber ich mag Ihre Show. Sehr informativ. Vielen Dank. Bei Qualität darf man keine Kompromisse eingehen. Wir würden Sie zu gerne in unsere Show einladen. Meine Zuhörer und ich. Ja, falls ihr wollt, könnt ihr mich auch gerne einladen. Ich bin zwar kein FBI-Agent, aber kann auch gerne ein paar Sachen erzählen. So. Das war's in den Räumen, glaube ich, soweit. Dann könnten wir nach oben gehen. Ich gucke nochmal auf die Karte. Ja, sieht gut aus. So, dann einmal nach oben. Hier können wir noch in den Schutzraum mal kurz vorbeischauen. Aber ich glaube, habe ich die Seite schon... Ist die Seite vergessen vorher oder ist die neu? Skriptseite. Saga drückte den Wähler an der Jukebox. Die fehlende Platte war an ihrem Platz. Ohne Odins Hilfe hätte Saga sie nicht finden können. Als sie dort stand, fühlte sich Saga entblößt. Sie erwartete, dass die Schatten lebendig werden würden. Die Nadel knisterte auf der Schallplatte. Das Lied schwoll an. Odin hatte gesagt, es sei für sie und ihre Mutter geschrieben worden. Die Entschuldigung ihres Großvaters. Das Wehklagen eines alten Mannes. Sein Herz war gebrochen. Er versank in der Dunkelheit. Odin hatte gesagt, dass das Lied ein Weg sei, Thor zu erkennen. Ein Weg, ihn zu finden. Durch das Gartenfenster drang ein Licht herein. Das war die Stelle, an der Thor im Teich verschwunden war. Saga wusste, was sie zu tun hatte. Dann weiß ich auch, was ich zu tun habe. Hier ist der Schutzraum. Ja, ich könnte nochmal dieses Traumakissen ablegen. Ich habe einfach zu wenig Platz. Brauche einfach noch irgendwie eine erweiterte Reihe. Das würde schon echt gut tun, aber ich habe leider keine Ahnung, wo ich diese, wie gesagt, Inventarerweiterung finde. I don't fucking know. Hier war schon vorher auf, ne? Ach, er war hier mit seinem Podcast beschäftigt. Oder seiner Radiosendung. So, da ist das Museum. Haben wir schon mal aufgeschlossen. Und oben gab es noch verschlossene Türen. Nein! Dann würde ich sagen, gehen wir noch einmal nach oben, dann gucken wir noch mal bei Odin vorbei, dann holen wir uns die Schallplatte. Arsi. Hallo, Saga Anderson. Der Name macht einen Mann nicht schlechter, auch nicht ein schwedischer. Ich bin Arti.
Haben Sie vom Kult des Baumes gehört, zufällig? Maybe? Wissen Sie etwas über den Kult des Baumes? Ja, ja. Wer nach einer Fichte greift, wird in einen Wacholderstrauch stolpern. Blom gehörte zu ihnen. Er ist gestorben. Ich möchte nicht in seinen Schuhen stecken, aber ich mag seine Schuhe. Oh, ich liebe diesen Kerl, das ist so geil. Sagen, Blum war im Kult? Woher wussten Sie, dass Blum Teil des Kults oder Blum ist? Ja, einem Fuchs gehen nie die Tricks aus. Reiz einen Verrückten und er wird sein wahres Gesicht zeigen. Blum redete gerne. Aha. Er war also ein Geschwätzigen, ne? So, hier können wir auch noch looten. Auch ein Traumakissen. Tolles Bild von einem Mann mit einer Bierflasche in der Hand und einem Handtuch. Um sein Gemächt. Ob uns Archie wieder aufhalten will, wenn wir die Tür versuchen zu öffnen. Aber wir haben ja jetzt diese Keycard. Jetzt können wir die Tür ja wirklich aufmachen. Finden heraus, was dahinter ist. Gale. Das war sein Zimmer. Gale war übrigens der Typ, der uns angegriffen hatte. Der so ein bisschen zweigeteilt war. Beziehungsweise es war, glaube ich, eine Spiegelung. Deswegen sah man ihn zweimal. Eine Seite noch. Barry Wheeler brach die Old Golds Tournee ab. Abgesagt. Es war vorbei. Er konnte den Gedanken nicht ertragen, dass ihm ein weiterer Kunde wegstirbt. Wheeler gründete mit den Verkäufen ihres Greatest Hits Album eine Stiftung. Er verwendete das Geld, um eine Pflegeeinrichtung zu bauen. Die alten Männer hatten es verdient. Ein altes Herrenhaus in Bright Falls. Wheeler beauftragte einen Bauunternehmer, der es zu einem alten Pflegeheim, zu einem Pflegeheim umbauen sollte. In diesem Moment fühlte sich Wheeler wohl in seiner Haut. Er hatte ein Herz aus Gold. Kein Grund, sich unschuldig zu fühlen. Wheeler überließ die Arbeit dem Bauunternehmer und kehrte nach New York City zurück. Er hatte seinen Teil getan. Es war an der Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Der Bauunternehmer fand heraus, dass Wheeler für immer weg war. Sie nahmen das Geld und flohen. Als der Herbstregen kam, traten die ersten Lecks auf. Nicht cool. Sonst nichts? Okay. Verdammtes Licht. Es bringt nichts, im dunklen Ort zu heulen. Was war, ist jetzt weg. Aber Probleme sehen anders aus. Du kannst im Keller nach dem Generator sehen. Aber pass auf, man weiß nie, wo sich das Böse versteckt. Der Keller. Danke. Ja, jetzt müssen wir in den Keller und ich habe die Sicherung schon dabei. Das heißt, ich kann sie dann direkt einsetzen, aber ja. Da der Strom ausgefallen ist, kann ich das hier nicht benutzen. Ohne Strom ist der Schlüssel nutzlos. Ja, eben. Weil das elektronisch ist. Vielleicht hätte ich vorher in die Tür gehen sollen. Naja gut, gehen wir nochmal runter in den Keller. Alter, was? Ach so. Falscher Ausgang. Ich muss irgendwie hier raus. Genau. Daneben. Er ist zu schnell. Ich kriege ihn nicht. Oh. Okay. Ich glaube, das waren alle. Ich hoffe doch.
habe schon fest damit gerechnet, nachdem der Strom ausging, dass jetzt noch irgendwas hier kommen muss. Entweder Cynthia oder die Bewohner drehen vielleicht durch. Aber das waren sie nicht. Könnte man das Jagdgewehr ausprobieren? Ich wollte das auch nochmal auf den Shortcut legen. Schnellauswahl hier auf die. Die können wir dann auch noch. Schnellauswahl. Hier drauf. Oder mal rein mit der Sicherung. So, der Strom ist wieder an. Oh ja, ist er. Ich gönne mir gerade mal einen Schluck Painkiller. Oh, tut das gut. Lecker Drogen. So, jetzt kann ich zurück. Jetzt steht der Typ garantiert auf. Scheiße, Scheiße. Oh! Vorsicht, Saga. Beschlossen. Die erste vom Baum, ich dachte, da wäre irgendein Spinnenwesen oder so ein Scheiß. Holy fuck. Das sind schon Dinge, die nicht da sind. Das Spiel macht mich fertig. Ach du Scheiße. Und hier müssen wir die Platte dann rein, wie wir sie haben wahrscheinlich. Die Jukebox. Okay, ich muss sagen, der Abschnitt ist jetzt richtig creepy. Auch dass hier irgendwas kaputt geht und rumscheppert. Dann gucken wir mal. Etwas, das aus dem Wasser kommt, kennen wir ja schon aus Horrorfilmen. Ah, Mann. Scheint irgendwie eine Art Tagebuch zu sein. Das Dunkel nutzt die Erinnerungen und Ängste der Menschen, um sie zu verderben. Ich habe die Lichter im Keller überprüft. Auf Blum kann ich mich damit nicht verlassen. Er ist zu langsam, aber es wird immer schwieriger für mich, sie zu erreichen. Langsam schaffe ich das nicht mehr. Toms Lampe ist weg. Die Lampe, der ein Engel abgebildet ist. Er hat sie geliebt. Sie ist aus meinem Zimmer verschwunden. Die Dunkelheit ist hier nach all den Jahren. Sie hat Toms Lampe mitgenommen. Ich weiß, dass sie es war. Immer mehr Lichter gehen aus. Es gibt niemanden mehr, der sie aufhalten kann. Alleine schaffe ich es nicht. Nicht mehr. Ich habe gar nichts mehr von Tom. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich brauche Toms Lampe zurück. Ich brauche Tom zurück. Die Schatten bewegen sich. Es gibt kein Licht mehr. Keine Lampen mehr. Ich kann das Zimmer nicht verlassen. Jemand hat die Tür verschlossen. War ich das? Vielleicht war es Tom. Wahrscheinlich wollte er mich damit beschützen. Er ist so ein rücksichtsvoller Mann. Barbara hat ihn nicht verdient. Tom verdient viel mehr. So viel mehr. Wo ist Toms Lampe hin? Einmal gehörte sie mir. Ich glaube, er hat sie zurückgenommen. Das ist schon in Ordnung. Schließlich gehörte sie ihm.
Bewegen sich die Schatten? Habe ich das geschrieben? Das ist doch Unsinn. Es gibt keine Schatten. Es gibt nur uns. Tom und mich für immer. Ich habe etwas Lustiges gefunden, als ich dort unten war. Einen Zeitungsartikel über Tom. Weil es hieß, er sei ein Filmemacher. Tom hat keine Filme gedreht. Er war ein Dichter. Ein hervorragender noch dazu. Ich stöberte herum und fand eine Filmausrüstung, die angeblich auch Tom gehörte. Was ist hier los? Das stimmt nicht. Ich weiß, dass das nicht stimmt. Okay, sie war also in Tom verliebt oder vernarrt, besser gesagt. Hier ist ein Bild. Ein Damm? Hatte Cynthia Interesse am Bauwesen? Vielleicht, oder sie fand das Bild einfach nur cool. Wäre auch immer sich ein Bild von einem Damm hinten stellen sollte, aber ja. Ein Kraftwerk? Naja, jeder hat sein Hobby. Ah, das Kraftwerk. War das nicht das Kraftwerk, in dem wir auch waren in Alan Wake 1? Ich glaube schon. Hier ist das Zimmer mit diesen Lichtern. Da haben wir den Klicker gefunden in Alan Wake 1. Eine Laterne. Genau. Hat Cynthia sie zum Schutz verwendet? Wusste sie vom Dunkel? Cynthia ist ja quasi die Lamp Lady und die Lamp Lady ist wiederum eine Anspielung an Twin Peaks mit der Lock Lady. Sie hatte immer diese Lampe bei sich. Im ersten Teil war sie im Oh Dear Diner und da hatte sie sie dabei, als wir quasi mit einer Frau gesprochen haben und kam im Prinzip zurück. Und ja, da hatte sie die so in der Hand halt gehalten, wie so ein Baby ähnlich und sie hatte uns ja dann auch geholfen. Ich habe das Gefühl, dass mir hier Kontext fehlt. Cynthia war wohl nicht sehr begeistert von der Frau auf diesem Foto. Nope. Konnte man ja auch unschwer erkennen aus dem, was sie geschrieben hat. Thor ist ein Romantiker, hä? Huh? Für eine besondere Frau. T. Tja, das war's wohl in ihrem Zimmer erstmal. Gut, jetzt frage ich mich, was hier ist. Du wirst mich nicht aufhalten, Arti. Was? Ich habe doch eine Schlüsselkarte. Oder baue ich die von Archie? Ja. Kriege ich die auf? Irgendwas fehlt. Naja. Wir gehen jetzt zu Odin, das wollten wir noch machen. Und dann zum Museum. Aber ich kann nicht mehr mit ihm kommunizieren, anscheinend. Er liegt dort und stöhnt, aber mehr auch nicht. So. Boah. Das Museum war hier, ne? Ja. Angers Remorse. Das ist sie. Aber sie ist weg. Cynthia hat die Platte. Cynthia hat sie. Sie wird mir sagen, wo ich sie finde. Eingerahmt von den Old Gods of Asgard in Erinnerung an die einzige Pressung der unveröffentlichten Single Angers Remorse. Verwüstetes Hotelzimmer und ruinierte Pools. Die Menge tobt auf der Old Gods of Asgard Tour. Die Rock'n'Roll Band Old Gods of Asgard hinterlässt auf ihren Treffen benannten Ragnarok-Tournee durch die größten Städte der USA ein Chaos. Die Band bricht ihre Verkaufsrekorde, ihre Singles stehen an der Spitze der Charts und ihr letztes Konzert in Long Beach, Kalifornien war ausverkauft. Fans bewiesen ihre Begeisterung für die bewegenden Rocker, indem sie die Bühne mit Spitzen-Dessous, schwarzen Rosen oder sogar vollen Bierflaschen bewarfen. Die Stars selbst ließen sich davon nicht beirren, sondern nahmen die Verehrung an und legten mit solcher Begeisterung einen Song nach dem anderen hin, dass das Publikum durchatmen musste, um mit den Brüdern Anderson und ihren Bandkollegen mithalten zu können. Die Musiker spielten nach dem Konzert unter anderem in einem Pool in einer privaten Wohngegend, der geleert und gereinigt werden musste und in einem Hotelzimmer, das fast auf klassische Art und Weise völlig verwüstet wurde, ganz zu schweigen von der lange nicht bezahlten Rechnung für den Zimmerservice. Okay.
Die Band entwickelte sich schnell zu einem ernsthaften Konkurrenz für die legendären Rockbands, die vor ihnen in die Hall of Fame aufgenommen wurden. Old Gods of Asgard feiern wie ihr Namensgeber und liefern eine Performance wie keine zweite Band. Besuchen sie auf jeden Fall auf ihrer Tour und werden sie Zeuge, wie Rockgeschichte geschrieben wird. Interview. Auch wieder ein bisschen viel Text. Na, das kann ich noch lesen. Die legendäre Heavy Rock Band Old Gods of Asgard trauert um ihren begnadeten Gitarristen Bob Balder, Ed Bob, wie er liebevoll und ironisch genannt wurde, starb an den Komplikationen einer schweren Krankheit. Der ruhige Musiker lässt seine Bandkollegen Odin und Thor Anderson zurück und wird schmerzlich vermisst werden. Auch von den zahlreichen Fans der Band. Auf die Frage zu seinem Verlust sagte Thor Anderson folgendes: Nimm das, Schimpfwort, aus meinem Gesicht. Balder ist jetzt in Valhalla. Er hat den Krebs heldenhaft bekämpft. Bob war für diese Welt eine zu schöne Seele, fügte Odin hinzu. Was dies für die Band und ihr kommendes Album bedeutet, bleibt abzuwarten. Okay. Ja, Cynthia hat die Platte geklaut. Was nun? Stand vorher hier und hat rausgeguckt, weil sie wahrscheinlich auch wusste, was passieren wird. Wir haben nochmal ein bisschen was offen, nämlich Profiling. Gucken wir mal rein. Cynthia. Thor Anderson, Angels Remote und Thomas Zane. Cynthia hat es auf Thor abgesehen. Warum auf ihn? Kümmere dich um den fiesen Anderson. Sein Herz war gebrochen. Annulliert. Lücken taten sich auf. Es war zu spät. Hat sie aus ihrem eigenen Fall ausgeschlossen. Das Dunkel benutzt Cynthia, um mich von Thor fernzuhalten. Ja, das ist ja irgendwo offensichtlich. So, fragen wir sie mal über die Platte. Wo ist Angers Remorse jetzt? Aufgeregt wie ein junges, verliebtes Mädchen. Ein Rock'n'Roll-Klischee. Die Schatten erwachten zum Leben. Ein Geschenk. Ein gelegentlicher Todeswunsch. Sie hat die Platte. Ich kann es aus ihr rausquetschen. Ja, aber dafür müssen wir sie erstmal finden, oder? Sie kommt freiwillig zu uns, wer weiß. Thomas Zane. Cynthia stand jemandem namens Thomas Zane nahe. Wer ist er? Tom war zurück. Tom hatte Feinde. In einem schicken Hotel. Nur seine Fantasie. Die Albträume schlichen sich ein. Cynthia Weaver lächelte. Eine alte Flamme? Vielleicht war Tom besessen. Vielleicht. Wo ist sie? Genau, wo ist die verdammte Platte? Jetzt sag endlich mal. Vielleicht können wir die Platte auch austauschen mit ihr gegen eine andere Platte. So Käseplatte, Wurstplatte oder so. Angers Remorse. Wo ist sie, Cynthia? Dunklen Wasser ertrunken. So viele Hände. Das Badezimmer machte ihr Angst. Verkürzt. Sie schrie. Ein Pflegeheim. Die Platte Angers Remorse ist bei Cynthia. In ihrer Badewanne. Aha, dann wissen wir jetzt ja, wo die Platte ist. Fantastisch. Da ist noch was bei Odin. Angers Remorse fehlt. Wer nahm sie mit? Unsere Scham wird zum fahlen Pferd. Oh, Thor, Bruder. Thors Liebe ist in dem Lied zu hören. Und Cynthia möchte ihn damit ruinieren. Sie hat Thor verführt. Vor Jahren bekämpft wie eine kratzende Hexe. Jetzt ist er wieder einer verfallen. Wir verlieren ihn vielleicht für immer. Ein Anderson weniger. Das wird nicht passieren. Cynthia hat Thor im Übergang. Angers Remorse ist der Schlüssel.
Ich muss Cynthia dazu bringen, den Standort preiszugeben. Aber es hat sie ja schon, aber ich wollte das noch machen. Wir können noch ein bisschen was anheften. Cynthia wollte die Schallplatte. Thor hätte alles getan, was sie gesagt hätte. Das passt auch noch dazu. Oder? Nee. Cynthia hat Thor verführt, um ihn von mir fernzuhalten. Ah, hier, Cynthia und Thor. Dann passt das auch noch. Cynthia wollte die Schallplatte. Thor hätte alles getan, was sie gesagt hätte. Eine Schallplatte fehlt. Ja. Eine Badewanne, ein Teich, ein See. Es gibt einen roten Faden. Es gibt sogar mehrere, stell dir vor. So, das hätten wir auch fast gelöst. Eins fehlt noch. Okay, dann müssen wir wieder zurück in den dritten Stock. Ich hatte schon irgendwie das Gefühl, dass in der Badewanne irgendwas sein muss. So dieses Wasser da drin und es war mir nicht geheuer. Anger's Remorse von Old Gods of Asgard. Muss ich auf der Jukebox abspielen. Das dunkle Wasser presste sich in sie hinein. Wir werden jetzt in dieser Folge noch den Übergang öffnen und hindurchgehen und dann machen wir Schluss. Wir überziehen heute ein bisschen. Obwohl ich schon über die halbe Stunde drüber bin, aber das wollte ich noch gern tun. Sie hin. Was zum Henker? Die Lichter schwächer zu werden. Seltsame Vorkommnisse! Was zum Henker, ich bin. Ich schwebe! Ich hab einen Grafikfehler. Beziehungsweise einen Bug. Are you walking on air? Scheiße, ich häng in der Luft fest. Was jetzt? Bitte nicht entkommen. Nicht entkommen. Oh nö, ich muss nochmal neu laden. Bitte nicht, come on. Kann sie nicht irgendwie herkommen? Scheiße. Oh nö, das gibt's nicht. Das ist der erste Bug, den ich hab. Hätte ich gerade nicht sein müssen in diesem Kampf. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Ich bin irgendwie rückwärts gelaufen, sie hat mich geschlagen und dann plopp war ich oben. Ich meine, von oben hatte ich echt eine gute Aussicht auf sie, aber trotzdem, cool ist es nicht. Hä? Ah, ich hatte Dings gespeichert gehabt, ne? Hier zuletzt. Gott, das muss ich alles nochmal spielen. Ja, okay. Wisst ihr was? Sorry dafür, aber wir machen das mit dem Übergang das nächste Mal. Sonst dauert das hier einfach alles noch ein bisschen zu lang. Ich muss jetzt nochmal voll viel nachspielen. Dann sehen wir uns dann einfach in der nächsten Folge wieder. Im Prinzip da, wo ich jetzt aufgehört habe. Mit diesem Kampf gegen das Wesen. Und dann setzen wir die Schallplatte ein. Dann machen wir da weiter an der Stelle, ne? Also,
Vielen Dank schon mal fürs Zusehen bei dieser Episode von Alan Wake 2 und bis zum nächsten Mal. Tschüss.